Möchtest du deine Steuererklärung machen und möchtest dabei nicht zu viel Zeit verschwenden, dann ist die richtige Vorbereitung und Aufbereitung deiner Unterlagen das A und O. Wie du diese Unterlagen vorbereitest, erkläre ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn es dir so geht wie mir, dann ist die persönliche eigene Einkommensteuererklärung nicht unbedingt die Lieblingsbeschäftigung, die man so machen kann. Damit du nicht zu viel Zeit brauchst und dich nicht dransetzt und dann wieder Belege suchen musst oder auch damit dein Steuerberater nicht ständig mit dir fünfmal hin und her schreiben muss, ist die richtige Aufbereitung und die richtige Sortierung deiner Unterlage für die Einkommensteuererklärung das absolute A und O. Wie du die Unterlagen idealerweise ablegst und idealerweise auch schon unterjährig aufbereitest, das schauen wir uns in diesem Video ganz im Detail an. Die wichtigste Information erstmal vorab. Das Finanzamt möchte grundsätzlich erstmal gar keine Belege haben. Das heißt, du erstellst die Steuererklärung oder wir erstellen sie vielleicht für dich oder vielleicht auch ein anderer Steuerberater für dich und das Finanzamt möchte die Unterlagen und die Belege gar nicht im Original haben. Du machst die Steuererklärung erstmal fertig. Natürlich brauchst du Nachweise für deine Ausgaben und Einnahmen und schickst sie ans Finanzamt ab. Und wenn das Finanzamt anschließend dann nochmal bestimmte Nachweise anfragt oder Fragen hat, dann ist das der Zeitpunkt, wo man die Unterlagen ans Finanzamt einreicht. Aber vorsorglich brauchst du erstmal gar keine Unterlagen ans Finanzamt schicken, da das Finanzamt sie sowieso nicht anschauen würde. Wir gehen gleich einmal Schritt für Schritt alle Kategorien, Einkunftsarten und Kostenarten durch, die du steuerlich in deiner Einkommensteuererklärung ansetzen kannst. Du findest all diese Punkte auch unten in der Videobeschreibung plus vertiefende Videos. Wenn einige Bereiche dir nicht klar sind, dann kannst du auch einfach mal in der Videobeschreibung nachschauen und kannst dann das vertiefende Video dazu anschauen. Ich würde dir empfehlen, dass du schon unterjährig eine gewisse Ordnerstruktur anlegst und da all diese Dokumente ablegst. Das kannst du natürlich am Computer machen, kannst du in der Cloud abspeichern, du kannst aber auch einen physischen Ordner nehmen. Wenn du selbstständig bist, also wenn du freiberuflich oder gewerblich tätig bist, dann sind deine Buchhaltungsunterlagen wahrscheinlich deine umfangreichsten Unterlagen. Also umfangreich im Sinne von Anzahl der Belege. Diese Buchhaltungsunterlagen, die hast du meistens ja sowieso schon monatlich oder quartalsweise beisammen, weil du eine laufende Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst. In einigen Fällen muss man aber auch nur einmal im Jahr seine Buchhaltung machen. Das heißt, das wäre dann der erste Ordner. Im ersten Ordner sollten all deine Buchhaltungsunterlagen liegen. Insgesamt kennt das Einkommensteuergesetz aber 7 Einkunftsarten. Gewerbliche Einkünfte und freiberufliche Einkünfte sind schon mal 2 davon. Aber vielleicht bist du ja auch angestellt. Und immer dann, wenn du angestellt bist, also Gehalt oder Lohn beziehst, dann bekommst du von deinem Arbeitgeber einmal im Jahr den sogenannten Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung. Diesen Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung, das ist ein relativ wichtiges Dokument, das du unbedingt aufheben solltest. In diesem Dokument ist nämlich zum Beispiel dein Bruttogehalt aufgelistet, aber auch die abgezogene Lohnsteuer oder die Krankenkassenbeiträge. Und das ist relativ wichtig für deine Einkommensteuererklärung. Eine 4. Einkunftsart sind Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das heißt, wenn du Zinserträge hast, Dividendenerträge hast oder Aktien zum Beispiel mit Gewinn veräußerst, dann sind diese Einkünfte steuerpflichtig als Einkünfte aus Kapitalerträgen. Und diese Unterlagen dazu solltest du natürlich auch aufbewahren und unterjährig ablegen. Eine 5. Einkunftsart, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Wenn du beispielsweise ein Apartment hast, das du vermietest, dann sind diese Einkünfte natürlich auch steuerpflichtig und du solltest alle Unterlagen, die damit im Zusammenhang entstehen, aufbewahren. Eine 6. Einkunftsart, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb haben solltest oder einen forstwirtschaftlichen Betrieb, dann solltest du natürlich auch alle Unterlagen, die damit im Zusammenhang hängen, aufbewahren für deine Steuererklärung. Die 7. Einkunftsart im Einkommensteuergesetz sind die sogenannten sonstigen Einkünfte. Sonstige Einkünfte ist aber relativ klar definiert. Das ist nicht einfach so ein Sammelposten, wo das Gesetz sagt, naja, alles andere ist auch irgendwie steuerbar, sondern es ist ziemlich genau definiert. Zum Beispiel sind das private Veräußerungsgeschäfte. Wenn du beispielsweise Kryptowährungen mit Gewinn verkaufst, kann das durchaus sein, dass du darauf Steuern zahlen musst als sonstige Einkünfte. Ein anderes Beispiel wären aber auch Renten. Das heißt, wenn du sonstige Einkünfte hast, dann solltest du auch alle Unterlagen, die damit in Zusammenhang stehen, ablegen. Außerdem kann es ja auch sein, dass du Geld erhältst, weil dir Aufwendungen erstattet werden, das heißt Aufwandsentschädigungen. Oder du bekommst Lohnersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld oder Elterngeld. Auch dafür solltest du alle Unterlagen aufbewahren. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, bei allen Einkunftsarten, die ich aufgezählt habe, ist natürlich nicht nur entscheidend das Geld, was du bekommen hast, sondern auch deine Kosten
Kosten, die du im Zusammenhang mit diesen Einnahmen hattest. Wenn du zum Beispiel für deine Angestellten-Tätigkeit bestimmte Kosten hattest, das sind die sogenannten Werbungskosten, eine Pendlerpauschale, weil du immer zur Arbeit hingefahren bist, oder Fortbildungskosten, dann kannst du die natürlich steuerlich geltend machen. Deswegen an dieser Stelle ganz wichtig, es geht nicht nur um das Geld, was du erhalten hast, sondern auch um die Kosten, die du hattest, um diese Einnahmen zu erzielen. Und auch diese Unterlagen über all diese Kosten solltest du aufbewahren. Neben den Kosten, die im direkten Zusammenhang mit deinen Einkünften stehen, kannst du aber auch noch eine ganze Reihe an privaten Ausgaben steuerlich geltend machen. Und da reden wir insbesondere von den Sonderausgaben und den außergewöhnlichen Belastungen. Wie du genau Betriebsausgaben, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen unterscheiden kannst, habe ich einmal in einem separaten Video erklärt. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Da bin ich nämlich ganz im Detail darauf eingegangen. An dieser Stelle vielleicht nur mal ganz kurz ein paar Beispiele. Als Sonderausgaben gelten zum Beispiel deine Krankenversicherung, deine Altersvorsorgebeiträge, Spenden, die du gezahlt hast oder gezahlte Kirchensteuer. Aber auch weitere private Versicherungen, wie zum Beispiel deine private Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung oder die Kosten für eine Erstausbildung. Als außergewöhnliche Belastung gelten vor allem die Gesundheitskosten, also beispielsweise Arztkosten, Krankenhauskosten, Kosten für eine Brille, aber auch zum Beispiel Beerdigungskosten oder Pflegekosten. Zusätzlich ganz interessant sind sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerkosten. Wenn du einen Handwerker beauftragt hast, um bestimmte Dinge zu warten oder zu reparieren, dann kannst du von dem Lohnanteil etwas in deiner Steuererklärung berücksichtigen. Und das ist tatsächlich relativ interessant, weil der Anrechnungsfaktor relativ hoch ist. An dieser Stelle auch noch ein kleiner Hinweis. Wenn du zur Miete lebst, dann ist in der Nebenkostenabrechnung deines Vermieters immer ein Lohnanteil für Handwerkerrechnungen ausgewiesen. Auch diesen Anteil der Lohnkosten, die in deiner Nebenkostenabrechnung von deinem Vermieter stehen, kannst du in deiner Steuererklärung geltend machen. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen und hilft dir dabei, dass du deine Steuererklärung in den nächsten Jahren ein wenig besser vorbereitet hast und dabei Zeit sparst. Wenn du dir jetzt denkst, ja, Unterlagen sammeln kriege ich hin, aber machen sollte meine Steuererklärung doch lieber ein Steuerberater und du bist selbstständig, dann ist unser Angebot vielleicht genau das Richtige für dich. Denn wir sind spezialisierter digitaler Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau aber auch gerne mal in unserer Community vorbei. Was das genau ist und wie du dich anmelden kannst, erfährst du in diesem Video. Oder schau dir unsere weiteren Videos an, was du von der Steuererklärung absetzen kannst. Die findest du zum Beispiel hier. Außerdem ist denn viertens